In diesem Tutorial möchte ich dir zeigen, wie du ein Bitte-nicht-stören-Schild in Affinity Designer erstellst, dann aber auch ausdruckst und dekorierst, sodass du es für dein Zuhause verwenden kannst. Dafür brauchst du: Ich nutze dafür Aquarellpapier, weil das 300 Gramm pro Quadratmeter hat und daher lässt sich da richtig was Schönes draus basteln. Du kannst natürlich aber auch ganz einfaches Papier nehmen und das Ganze doppelseitig ausdrucken und dann bekleben, sodass es genau so dick oder so stark wird. Außerdem benötigst du Affinity Designer, das ist ein Grafikprogramm. Das bekommst du auf der Seite von Serif zum Download für 30 Tage kostenlos. Ansonsten ist es glücklicherweise auch nicht so teuer. Die Grafiken zu unseren Wonderland-Türanhängern findest du auf unserer Partnerwebseite digidesignresort.com. Die Links dahin hinterlasse ich dir natürlich hier in der Infobox. Außerdem benötigst du noch einen Klebestift und eine Schere. Ja, und dann bist du auch schon gut aufgestellt und kannst loslegen mit deinen Türanhängern. Jetzt erstellen wir erstmal unseren Türhänger in Affinity Designer, also ein Nicht-Stören-Schild. Und dazu gehen wir, wenn wir das Programm geöffnet haben, unter Datei und dann Neu und nehmen ein A4 großes Format. Warum A4? Ganz einfach, weil du sehr wahrscheinlich auch einen A4 Drucker zu Hause hast. Und wenn du das ausgewählt hast, dann klickst du unten rechts auf Erstellen und das Programm erstellt dir ein A4 großes Dokument. Jetzt gehen wir im nächsten Schritt auf unser Rechteck-Tool hier in der Leiste und erstellen ein Rechteck, nicht ein einfaches Quadrat, sondern ein Rechteck. Und das kannst du auch möglichst groß aufziehen. Das spielt jetzt nicht so die Rolle, wie groß das ist. Das können wir noch ändern. Anschließend klickst du auf das Ellipse-Tool und drückst auf die Umschalttaste, um einen gleich großen Kreis hinzubekommen. Mit dem Bewegungstool, also mit diesem oben mit dem Pfeil, nimmst du da den Kreis und bewegst ihn nach oben. Du siehst, rechts und links sind grüne Linien, ja, die zeigen dir, dass du das Ganze jetzt mittig gesetzt hast, ja, dass das genau rechts und links passt. Und wenn du das gemacht hast, gehst du nochmal nach oben links und ziehst mit der linken Maustaste bis unten rechts durch, damit beide Formen markiert sind. Und wenn das so geschehen ist, dann kriegst du oben auf Hinzufügen und das Ganze verschmilzt das Ganze zu einem Objekt. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Kreis ausstanzen. Dazu nehmen wir noch einmal das Ellipse-Tool, drückt die Umschalttaste, damit wir wieder einen gleichmäßigen Kreis haben. Dann setzen wir das Ganze hier noch einmal rein und markieren alles nochmal zusammen. Und jetzt klickst du auf dieses XOR-Tool und wenn dem geschehen ist, dann wird das ausgestanzt. Ja? Also hier stanzt du dann den Kreis aus und hast damit deinen Türhänger schon fertig. Vorsichtshalber duplizieren wir das Ganze jetzt mit Command J, dann hast du zwei davon, weil wir wollen ja die beide mit verschiedenen Papern, mit verschiedenen Hintergründen füllen. Also beginnen wir mit dem linken und dazu gehst du jetzt auf Datei und platzieren und wir holen uns das erste Paper, den ersten Hintergrund einfach in unser Dokument rein. Und ziehen das so, dass es über dem kompletten Türhänger liegt. Und du siehst jetzt schon hier in unserer Ebenenpalette, ja, dass oben drüber noch der zweite Türhänger liegt und ganz unten der erste, wo wir das Ganze jetzt reinklippen wollen. Also, jetzt müsst das Paper in den Türhänger, beziehungsweise andersrum. Also ziehen wir das übereinander. Und dann verschmelzen die beiden zu einem Türhänger. Ja, das war es dann auch eigentlich schon. Jetzt müssen wir den zweiten Türanhänger anklicken. Jetzt holen wir uns das zweite Paper. Öffnen das ebenfalls in Affinity Designer. Und dann ziehen wir das über den zweiten Türhänger. Und du siehst schon wieder in der Ebenenpalette, der zweite ist jetzt unten und darüber liegt das Paper. Ja, wenn du das hast, wieder drüber ziehen und du siehst, es klebt wieder rein und fertig sind schon unsere beiden Türanhänger. Du kannst
Im nächsten Schritt wollen wir die natürlich jetzt auch ausdrucken. Das kannst du entweder direkt hier aus Affinity Designer raus tun oder aber du nutzt das beiliegende PDF. Dann zeige ich dir, welche Einstellungen ich verwendet habe. Die kannst du natürlich auch in Affinity Designer verwenden und das Ganze dann einmal ausdrucken. Wenn du keine Lust hast, die Doorhänger selber zu basteln, dann kannst du natürlich auch das beiliegende PDF nutzen und direkt das öffnen und von da ausdrucken. Dazu nimmst du einfach ein Programm deiner Wahl, das ist völlig egal, gehst dann eben auf Drucken und suchst dir die richtigen Einstellungen für deinen Drucker aus. Also ich nehme jetzt hier ein mattes Papier, das kann bei deinem Drucker etwas anders aussehen, aber die Sache ist immer dieselbe. Und ich wähle auch die höchste Druckleistung und hier das hintere Fach, aus dem es ausgedruckt werden soll. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Auf dem zweiten beiliegenden PDF findest du natürlich noch die Deko-Elemente. Damit will ich den Doorhänger, also den Türanhänger, noch ein bisschen verschönern. Den drucke ich auf genau dieselbe Art und Weise aus und ich nehme auch wieder ein dickeres Papier, um das Ganze ein bisschen Stabilität zu geben und drucke das Ganze genau wieder so aus wie bei dem vorherigen. Habe ich mir hier das Material zurechtgelegt. Ich brauche eigentlich nur eine Schere und ein bisschen Klebe. Ich habe hier einen Klebestift genommen, einfach weil das, ja, ist ordentlicher, ist sauberer. Und dann beginne ich einfach damit, meine Türanhänger auszuschneiden. Ich mache das jetzt hier mal stellvertretend für das Grüne für beide, ja, weil es geht natürlich genauso. Also du schneidest erst einmal von deiner Vorlage, von deinem Paper das Grüne aus und dekorierst das. Schneide den Türanhänger einmal schräg ein, damit du den auch später gut um deine Türklinke machen kannst. Und dann schneidest nur noch das Weiße aus der Rundung heraus. Jetzt nimmst du einfach das zweite PDF, was du ausgedruckt hast, also das zweite Papier, und schneidest dir das Deko-Element aus, das du auf deinen Türanhänger kleben willst. Ich schneide jetzt einmal grob hier die Alice im Wunderland aus und dann schneide ich so drumherum, dass es aussieht, als hätte ich so einen Sticker. Also ich lasse einen weißen Rand, ja, und gehe da so ganz grob drumherum. Ansonsten wird es sehr, sehr fisselig, wenn du versuchst, die kleinen Teile auszuschneiden. Du kannst das natürlich machen, kannst du gerne versuchen. Also ich mache es so. Mir gefällt das auch eigentlich ganz gut, wenn es so ein bisschen nach einem Sticker, nach etwas Selbstgebasteltem aussieht. Ich möchte jetzt, dass das Ganze so ein bisschen raussteht, ja, deswegen werde ich den Kleber nur zur Hälfte auf mein Element auftragen. Dann klebt das auch nicht gleich, ja, es muss jetzt erstmal trocknen, ne? Also nur einfach zur Hälfte auftragen, das genügt schon, um dem Ganzen Halt zu geben. So, das zweite Element lege ich einfach erstmal nur so hin, weil ich möchte erstmal schreiben, bevor ich das aufklebe. Ich nehme dazu den Tombow Dual Brush Pen und schreibe einfach hier hin, Do not disturb. Oder du kannst natürlich auch bitte nicht stören schreiben. Und wenn das passiert ist, dann klebst du einfach das zweite Element auf deinen Türanhänger. Das war's auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video poste und den Like-Button anklickst. Ja, ich hoffe, während dieser Zeit
bist du sicher und gut verwahrt zu Hause. Und wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, ja, dann kommt vielleicht so eine kleine Bastelei genau richtig für dich. Ja, ich hoffe, ich sehe dich oder beziehungsweise höre dich im nächsten Video gesund und munter wieder. Bis dahin, tschüss!